Seit rund 2 Wochen spuckt der Vulkan Mayon auf den Philippinen Lava und Asche. Die Behörden des Inselstaats haben ein Gebiet im Umkreis von 9 Kilometern um den Krater zur Sperrzone erklärt. Es gibt Warnungen vor einer gefährlichen Eruption. Experten gehen davon aus, dass das Magma innerhalb des Vulkans immer weiter in die Höhe steigt. Rund 80.000 Menschen sollen mittlerweile aus dem Umkreis des Vulkans geflüchtet sein und weitere Gefahren drohen. Nach starken Regenfällen fließen Ströme aus Schlamm in der Umgebung des Vulkans. Die Eruptionen hätten Millionen Kubikmeter Lava, Schlacke und andere Materialien auf die Hänge geschleudert. Der Schlamm bedrohe jetzt die umliegenden Dörfer, warnten die Behörden. Die Bevölkerung müsse sich vorbereiten und in Sicherheit bringen. Unterdessen werden die Menschen, die vom Vulkan bedroht werden, mit Hilfsgütern versorgt. Essen und Getränke gehören ebenso dazu wie Toilettenartikel. In den Notunterkünften sind die Bedingungen dennoch schwierig. Die Menschen hier hoffen auf Besserung. Wenn die Leute uns helfen wollen, dann geben sie uns hoffentlich Wasser. Es ist unheimlich schwer, hier welches zu bekommen. Es ist nicht genug. Ich hoffe, unser Vulkan hört auf auszubrechen und wir können endlich nach Hause. Wenn es regnet, dann fließt das Wasser in die Hütten. An anderen Orten im Umkreis des Vulkans bemühen sich die Menschen, den gewohnten Alltag aufrechtzuerhalten. In einigen Schulen, die wegen des Mayons geschlossen waren, wurde der Unterricht wieder aufgenommen.